Sound ID Voice AI von der Firma Sonoworks ist ein Plugin, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet und deine Stimme in eine andere Stimme oder sogar ein Instrument verwandelt. Mein Name ist Thomas Foster, ich bin Musikproduzent und so viel kann ich schon verraten. Ich habe ziemlich alle Vocal Tools getestet, die mit KI arbeiten, aber das hier ist echt der Hammer. In diesem Video zeige ich dir alles, was du dazu wissen musst. Schön, dass du am Start bist. Viel Spaß! Welcome to Thomas Foster Music Production. Ja, ich habe hier mal Gesang gemacht, den habe ich auch mit künstlicher Intelligenz gemacht und zwar mit dem Plugin Synthesizer V, aber um das hier soll es heute nicht gehen. Ihr könnt euch auch eure eigene Stimme nehmen oder irgendein anderes A Cappella. Das habe ich hier mal gemacht. Today I will make a test with Sound ID Voice AI. So, das haben wir jetzt sogar doppelt gehört, aber das habe ich hier jetzt als... Today. So kurz. Das habe ich hier jetzt als eine Audiospur und da sind schon jede Menge Effekte drauf. Sind vielleicht auch ein bisschen stark eingestellt. Wir wollen ja vor allen Dingen das Original hören. Ich reduziere mal ein bisschen Hall und Delay. Hören wir nochmal rein. Today I will make a test. So, ist gut. Und vor dem ersten Plugin setzen wir jetzt, ich schreibe da mal Sound ID Voice AI ein. So schaut das Plugin aus. Und da sind wir erstmal automatisch hier in der Kategorie Voices. Und da können wir uns jetzt einige Voices anhören. Indem wir draufdrücken, hören wir mal ein Probesample. This is my voice. This is my voice. This is my voice. This is my voice. Ja, und die Jasmin. This is my voice. Und sogar die kleine Emily. This is my voice. Und da sind noch einige nette Stimmen. This is my voice. This is my voice. Ja, the Matthew. This is my voice. Schauen wir mal, wie viele this insgesamt sind. Voice. Ja, ganze Menge. Fangen wir ruhig mal mit der Rebecca an. This is my voice. War für dich eine sehr gute Stimme. Jetzt müssen wir erstmal unser Audio reinbringen. Ich habe kürzlich auch ein Tool getestet, das geht in Echtzeit. Aber hier finde ich halt das Ergebnis besser. Wir gehen also hier auf Capture. Today I will make a test und nehmen das quasi im Plugin auf. So, jetzt können wir Stopp drücken oder einfach die Aufnahme anhalten. Und jetzt müssen wir das nochmal konvertieren, weil das, wie gesagt, nicht in Echtzeit funktioniert. Also mache ich Start Progressing. Und ja, das dauert dann doch einen kleinen Moment, obwohl es ja gar nicht so viel ist. Ich nehme an, wenn wir da jetzt 3 Minuten reinmachen, dann dauert es dementsprechend länger. Aber ich meine, der Gesang ist ja auch etwas Wichtiges. Ich glaube, wenn man das für jede einzelne Chorstimme macht, dann kann es durchaus ärgerlich sein, dass das doch einiges an Wartezeit hat. Um das einmal mit der Liedstimme zu machen, glaube ich, ist die Zeit jetzt nicht so erschreckend. Kurz Kaffee holen und schon ist es soweit. Gut, wir sind bei 80% und da steht es jetzt auch ein bisschen. Jetzt geht es wieder weiter. Und jetzt ist es schlagartig fertig. Ich habe bewusst jetzt hier mal nichts geschnitten, damit ihr ein Gefühl für die Dauer bekommt. Und jetzt hören wir uns das Endresultat an. Today I will make a test. Gleich nochmal, wie es im Original geklungen hat. Today I will make a test. Und bearbeitet. Today I will make a test with Sound ID Voice AI. Auch die zweite Hälfte nochmal im Vergleich. Sound ID Voice AI. Sound ID Voice AI. Wow, ziemlich beeindruckendes Ergebnis, damit kann man echt arbeiten. Und jetzt können wir auch einen Mann draus machen. This is my voice. Ja, dann sagen wir gleich nochmal Start Processing. Diesmal schneide ich euch das, dass ihr nicht so lange warten müsst. Ja, ich würde mal sagen, etwa 30 Sekunden hat das gedauert. Today I will make a test with Sound ID Voice AI. Ja, nochmal das Original. Today. Today. Er hat es also auch eine Oktav runter gemacht, weil er gesagt hat, das ist ein Mann, der singt das doch normalerweise eine Oktav tiefer. Ich glaube aber, das kann man ausschalten. Wir sagen jetzt mal Remove, um hier nochmal von Null weg zu arbeiten. Wählen den an. Jetzt starten wir wieder mit Capture. Das hätten wir wahrscheinlich anders machen können, dass wir das Capture nicht neu machen müssen. Egal, wir Today nehmen das nochmal auf. I will make a test with Sound ID.
Und jetzt sind wir hier bei Transpose auf Auto. Und ich nehme an, wenn das an ist, dann geht er automatisch eine Oktave runter, wenn es um einen Mann geht. Das will ich aber jetzt nicht. Jetzt setze ich das hier mal auf 0. Und jetzt sagen wir Start Processing. Ja, auch das hat etwa 30 Sekunden gedauert und das Ergebnis hört sich so an. Today I will make a test with Sound ID, Voice I. Ja, hohe Männerstimme und ich finde sie echt schön, sehr beeindruckend, weil er so ein bisschen mit souliger Kopfstimme singt, finde ich echt gut. Wir können bei Transpose natürlich auch andere Werte einstellen als nur minus 12, also eine Oktav nach unten, um in eine typische Männertonlage zu kommen, weil die Originaltonlage Oktav tiefer ist fast wie ein bisschen tief für einen Mann. Minus 5, dann sind wir in so einer richtigen Männertonlage. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man das machen möchte, dass dann auch das Playback nicht mehr passt, weil man jetzt in einer völlig anderen Tonlage ist. 30 Sekunden später sind wir hier. Today I will make a test with Sound ID, Voice I. Ja, war glaube ich eine gute Schätzung. Jetzt ist das eine echt gute Tonlage für den Mann. Und die Tonlage ist wichtig, das ist überhaupt ein ganz wichtiger Tipp an euch. Macht euch viel Gedanken über die Tonlage. Die Leadstimme muss in der perfekten Tonlage sein, sonst ist der ganze Song, verkauft sich sonst unter Wert. Einmal noch vergleichen, was wir ihm gegeben haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Today I will make a test. Und jetzt wieder. Today I will make a test. So, jetzt schauen wir nochmal, was wir für auch eine coole Stimme. This is my voice. This is my voice. This is my voice. Ja, auch so eine rockige Abteilung, die könnte man noch probieren. Auch hier würde ich die in die richtige Tonlage gehen und da würde ich jetzt mal minus 7 machen. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, gibt's einen kurzen Clip. In der Welt der Musikproduktion ist Kreativität der Schlüssel zum Erfolg. Und um diese Kreativität zu entfesseln, brauchen wir ein User-Interface, das uns dazu einlädt, einzigartige Klänge zu erschaffen. Das ist es, was den neuen Arpeggiator im Mutant Player 2 auszeichnet. Und so funktioniert der neue Arpeggiator von Mutant. Wähle deinen Sound, aktiviere den Arpeggiator, lass deine Fantasie freien Lauf. Klicke drauf los und erlebe Musik auf eine völlig neue Art. Für diejenigen, die nicht Klavier spielen, ist dieser Arpeggiator ein Gamechanger, der es leicht macht, musikalisch kreativ zu sein und herausragende Musik zu kreieren. Außerdem bieten wir eine Vielzahl vorgefertigter Presets an, die du ganz einfach laden kannst. Drücke ein paar Tasten auf dem Keyboard und lass dich inspirieren. Der Mutant Player 2 steht für dich zum Download auf unserer Webseite bereit. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Mein Name ist Thomas Foster und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche magischen Klänge ihr mit dem neuen Arpeggiator erschafft. Danke fürs Folgen und immer kreativ bleiben. Cheers! Mugent, it's time to make music. Dann hören wir, was rausgekommen ist. Today I will make a test with Sound ID, Voice I. Ja, vielleicht sollten wir dem Taylor mal sagen, dass Rauchen gar nicht so gesund ist. Auch schöne Stimme. Ja, ihr habt, glaube ich, jetzt eine Vorstellung, was man hier machen kann. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch viele Beispiele. Wovon wir definitiv noch Beispiele brauchen, ist das, was wir hören, wenn wir hier von Voices auf Creative wechseln. Denn jetzt kommt hier sowas wie zum Beispiel diese Talkbox. Und die wollen wir gleich mal hören. The day I will make a test with Sound ID. Voice I. Ja, schöne Talkbox, müssten wir erstmal mit einer echten so hinkriegen, finde ich super. Um das Saxophon zu testen, wir können es einmal mit der Gesangsphrase testen. Schauen wir mal, was rauskommt, wenn ich jetzt sage, er soll mir meinen Gesang in ein Saxophon umwandeln. Das ist ganz lustig, weil ich
verstehe den Text noch, ich höre den Text noch aus dem Saxophon raus. Und um das besser zu testen, wahrscheinlich müsste man auch was anderes singen. Und da habe ich auch mal was vorbereitet, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es selber noch nicht getestet. Ja? Aber ich dachte mir schon, dass wir auch etwas ohne Text brauchen, um die Instrumente zu testen. Deshalb habe ich mal eine Melodie, die ihr bestimmt kennt, gesungen. Ich bin kein großer Sänger, aber das habe ich irgendwie noch hingekriegt. Das ist tatsächlich das Motiv von Axel F. Könnt mal kurz googeln oder auf Spotify hören, Axel F. von Thomas Foster. Wir haben eine Version gemacht, wo wir diese Synthesizer-Melodie gesungen haben mit einem Text, den wir draufgeschrieben haben. Jetzt passend zu Beverly Hills Cop 4, was auf Netflix erschienen ist. Axel F. von Thomas Foster, hört mal rein. Aber wir wollen jetzt das Ganze nicht mit Text hören, sondern von einem Saxophon. Deshalb habe ich jetzt hier das Plugin geladen. Und jetzt sage ich wieder, dass jetzt müssen wir erstmal Capture machen. Also wir drücken hier in dem neuen Plugin, das jetzt auf der Audio 3 ist, wo mein Axel F. Gesang ist, drücken wir jetzt Capture. Super. Und jetzt, ja, wählen wir das Saxophon aus und sagen Start Progressing. Ja, ich lasse dann immer wieder mal die Stoppuhr mitlaufen und wir kommen immer so auf etwa 30 Sekunden bei diesen Geschichten. Ist sehr interessant. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich sage euch aber auch meine Meinung dazu. Es hat gewisse Dinge, die besser sind als bei einem Sampling-Saxophon. Weil normalerweise würde man ja einen gesampelten Sound hernehmen, wenn man jetzt keinen echten Saxophonisten hat oder selber spielen kann. Und gewisse Dinge macht es schon, die besser sind, weil man halt mit der Stimme auch so reinschleifen kann, in den Ton halten kann, Vibrato reinbringen. Viele Dinge, die dann fast echter klingen. Und das Negative, was ich aber finde, dass es hat, und das habe ich bei Sampling natürlich gar nicht, ist, dass ich doch ein bisschen die menschliche Stimme raushöre aus diesem Saxophon. Also es ist gut, stellenweise vielleicht sogar besser als ein Sampling-Saxophon, aber es hat auch für mich kleine Fehler, die ein Sampling-Saxophon nicht hat. Ja, also ich denke mir, wenn ich einen Big Band Track machen würde und ich mache ein paar Instrumente mit Sampling Sounds und ein paar so und die mischen sich dann so, dass man von beiden nicht mehr die Fehler erkennt, kommt man vielleicht zu einem etwas lebendigeren Ergebnis, als wenn man das nur mit Sampling macht. Ich empfinde es aber nicht als ganz so gut, dass ich sage, wir brauchen nie wieder echte Instrumente, wir singen das alles nur noch und machen es mit so einem KI-Tool. Da finde ich, sind wir noch nicht ganz angekommen. Aber ich bin sehr gespannt, wie euer Eindruck ist und was ihr mir in die Kommentare schreibt. Nehmen wir noch die Higher Strings und schauen mal, wie da das Ergebnis, wie Axel F. mit den hohen Streichern klingt. Okay, hören wir uns das Ergebnis an. Ja, das hat für mich leider gar nicht geklappt. Es gibt da noch verschiedene Drum Sounds, Talking Bass und so. Ja. Unterm Strich ist mein Eindruck, diese Creative-Geschichte hier, da sind lustige Sachen dabei, mit denen man vielleicht was Besonderes machen kann. Etwas, was absichtlich anders klingt, jetzt nicht nach einer echten Trompete klingen soll, sondern nach einem Fantasieinstrument oder so. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die da interessante Sachen rauskriegen, wo man dann ein Soloinstrument hat, wo jeder sagt, wow, was ist das? Das habe ich noch nie gehört. So. Aber das, was bestechend ist und was wirklich toll ist und für mich ein großer Schritt nach vorne, sind die Voices, die wirklich überzeugend und sehr schön klingen. Aber auch das kann man anders sehen. Auch hier kann man sagen, für mich klingt das total nach KI und überhaupt nicht menschlich. Wenn ihr das so seht, bitte schreibt mir das in die Kommentare.
schreibt mir allgemein in die Kommentare, was ihr von diesem Plugin Sound ID Voice AI haltet und wie ihr das, die Resultate findet und ob euch dieses Video geholfen hat. Vergesst auch nicht, meinen Channel zu abonnieren, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. An der Stelle sage ich danke fürs Dabeisein und immer kreativ bleiben. Cheers! Welcome to Thomas Foster Music Production.